Radio Hamburg TV. So, da wollen wir mal kurz hier in die Bäckerei. Wir haben Hunger und wollen quizzen. Hallo. Hallo. Morgen. Hallo. Morgen. Hallo. Morgen. Guten Morgen. Svenja. Da scheint gleich die Sonne. Svenja. Morgen. Hallo. Morgen. Morgen. Svenja Rother will das gebacken bekommen. Horst, sie ist 25, kommt aus Billstedt und ist hier die stellvertretende Filialleiterin beim Brötchenschmied. Hier wird gleich geöffnet um 8 Uhr. Vorher wird gequizt. Svenja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wer schlägt schon das Auswärtsspiel, das Firmenspezial? Wir kommen zu Ihnen in Ihre Firma und stehen hier direkt im Tresen, also vor den ganzen leckeren Kuchensorten und hinter uns die Brötchen. Was läuft denn am besten bei den Brötchen, Svenja? Weltmeisterbrötchen. Okay, was kosten die so? 65 Cent oder 5 Stück 2,49. Okay, dann nehme ich mir nachher ein paar mit. 2,59, Entschuldigung. Gleich richtig gemacht. Warum muss denn die Achimer Stadtbäckerei Garde heute gegen mich gewinnen, Svenja? Ja, weil wir die besten und leckersten Brötchen haben und wir haben das einfach verdient. Und die besten und leckersten Mitarbeiter habt ihr auch. Sowieso. Ich sehe direkt hinter mir Anita Lös aus Kollegin. Guten Morgen, Anita. Morgen. Ja, genau. Wird anfeuern, unterstützen und auch unsere One-Man-Showband Christoph the Kröger ist mit dabei. Trommel und Keyboard. Christoph, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Svenja, ein Musikwunsch. Was soll unsere One-Man-Showband hier jetzt spielen? Live in der Bäckerei. Ja, am besten die Musik, die Anke ankündigt. Ja, bitteschön. Das wird heute ein ganz interessanter Job für mich als Quizmasterin. Links von mir ist nämlich die Eistruhe und da liegen auch die Zettel mit den Fragen. Das heißt, wenn alles schief geht, dann fällt zum Beispiel mal der Zettel Geschichte rein ins Banane-Karamelleis oder Kunst und Literatur ins Walnusseis. Aber das passiert uns jetzt einfach mal nicht. Ich drehe mich um. Da ist das Glücksrad auch wieder mit den 10 Wissenskategorien drauf. Ich stelle euch maximal 3 Fragen. Wer die meisten Punkte macht, gewinnt. 500 Euro stehen auf dem Spiel. 500 Euro. Kategorie Norddeutschland. Oh. Svenja fasst sich an die Stirn. Ich bin auch nicht so begeistert. Meistens irgendwie Geografie. Sein wohl bekanntestes Werk sind die gespreizten Frauenbeine am Eingang der Kiezkneipe zur Ritze. Wie hieß der Maler, der oft Pin-Ups gemalt hat und Rubens von der Reeperbahn genannt wurde? Also das Bild kennen wir natürlich alle. Svenja auch, aber wir sind raus. Jetzt also ich bin raus. Svenja? Jetzt gucken mich 2 blaue Augenpaare an. Ganz groß. Erwin Ross wäre die richtige Antwort gewesen. Guck an. Erwin Ross. Weiter geht's. Ich drehe heute so kräftig, deswegen dauert es länger. Kategorie Sport. Jedes Jahr findet in Augusta im US-Bundesstaat Georgia das traditionsreiche Masters-Golf-Turnier statt. Dieses Jahr hat es der Australier Adam Scott gewonnen. Aber welcher Golfprofi führt denn eigentlich aktuell die Golf-Weltrangliste an? Svenja. Ja. Tiger Woods. Wer eigentlich sonst? Ist richtig. Wow. 1-0 für Svenja. Oha, Anita freut sich. Ja, ich hatte das nicht drauf gehabt. Okay, muss ich jetzt ausgleichen. Es geht um 500 Euro. Also John hat noch die Möglichkeit auf ein Unentschieden. Kategorie Kino. Eine Frage, die über einiges entscheiden kann. Robert Downey Jr. ist zurzeit zum 3. Mal als Iron Man in den Kinos zu sehen. Aber Robert kann nicht nur Iron Man. Unter der Regie von Madonnas Ex-Ehemann Guy Ritchie hat Robert Downey Jr. bereits 2-mal einen Sherlock Holmes weltberühmten Schlüsselwortdetektiv verkörpert. Sherlock Holmes. So schnell steht's 1-1. Boah! Das heißt 1-1, wir kommen morgen wieder und freuen uns auf frisch gebackene Brötchen hier in der Achimer Stadtbäckerei Garde. Und dann quizzen wir mit Svenja oder vielleicht Anita mal? Nee, ich bin morgen frei. Ganz zufällig seid eben frei. Quizzen wir also morgen früh hier weiter um 600 Euro und Sie machen es genauso und werden Kandidat mit Ihrer Firma. Treten Sie gegen mich an unter radiohamburg.de.